Was können es noch für Berufe geben für jemanden, der E-Sports und Games Management studiert hat? Mit den, sagen wir mal, Leading Skills, die du da auch mitbekommst, da kannst du ja überall hin. Du kannst auch eine eigene Firma aufmachen, die Haarprodukte verkauft. Oder du kannst auch ganz normal Sachbearbeiter werden. Das ist nicht jedermanns Sache, aber das ist alles möglich. Du kannst aber auch in die PR gehen oder ins Marketing. Grundsätzlich ist das natürlich auch eine schöne Handhabe, einfach mal zu seinen Eltern zu gehen und zu sagen, hey, guck mal hier, das ist ja ein vernünftiger Studiengang, nur eben das Thema, das ich anspreche während des Studiengangs, das, was mich also im Prinzip inhaltlich interessiert, um mir die Fachkenntnisse zu vermitteln, das ist eben E-Sport.